Oh, shit! Das ist wie eine Wasserpistole, da muss ich ein bisschen pumpen, bis es geht. Guck mal, mein Arm, Achtung. What do you want from me, bitch? Ich mag meinen Kollegen, ist in Ordnung. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, mag ich meinen... Ist der Greenscreen oder was? Keine Ahnung. Komm noch einmal nach oben. Bam! Hey! Mate, willst du mal einen Zaubertrick sehen? Guck mal. Warte kurz. Ich will wieder... Ist da doch jemand im Auto? Sir, gehen Sie bitte nach Hause. Okay, nach Hause. Wir sind ja bei der Arbeit, Sir, bitte. Können Sie bitte... Guck mal, da hinten... Das war jetzt nicht geplant. Sie wohnen genau da hinten. Ich seh's doch. Ich... Da! Wenn Sie nach Hause gehen, ist alles... Tutto bene. So, lädt man das nach. Halt doch mal die Gosch jetzt. LAPD, put down your weapon. Put down your fucking weapon, oder I shoot you. I shoot you in the foot. What have I said to you? Oh shit, Mann, Alter. Arme just amazing. Gibt's hier drüben vielleicht ein Problem, Sir? Oh fuck, 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 die Waffe ist runtergefallen, warte. Ich hab sie wieder. Malfoy, let's go. Der Kollege heißt Malfoy. Come on, you wanna suck? Boom! Kill a cop and it's the electric chair. Kill a cop and your fuck dick is stuck in my big dick. Keine Ahnung, was ich gerade gesagt hab. Ja. Ja, ich hab das gemacht hier drin. Du warst ja nur in der scheiß Tür gestanden. Ralph! It's okay, Ralph. It's okay. Fuck, Ralph, kannst du... Ralph, weißt du, ich wollte dich als Partner eigentlich behalten, aber jetzt, wo du meinen Hut geklaut hast, Hey, hey, Mark! Mark, hä? Mark? Ja? Mark, hä? Ich steige ja schon ein. Der hat überhaupt keinen Sinn für Humor. Ist das gerade echt oder ist das in dem Ding drin? Wo ist denn der Stuhl? Wo wäre denn der Stuhl? Ich setze mich halt mal hin. Ich teste das mal kurz. Achtung. Ich weiß nicht, ob ihr mich da noch seht. Doch, natürlich seht ihr mich. Okay, meine sitzende Position ist eingenommen. Please take your sitting position. Ja gut, ist natürlich was ganz anderes, ne, im Sitzen. Mach mal Blubberblasen. Achtung, Alter. Oh mein Gott, wie ich total... Oh, fuck! Guck mal hier. Beeil dich. Das ist meine. Okay, okay. Okay, gut. Da oben ist ein Flugzeug. Um die Jahreszeit. Das fliegt doch... Das ist doch... Wir machen es wieder dahin, oder? Warte, ich habe hier irgendwo mein Buch. Mein Buch. Ah. Also. Check into every corner. Guck mal. Er hat gar nicht gesehen, er hat gar nicht hingekriegt. Mein Name ist, das... Da, guck mal da, wir können da hoch. Hey, Fischgesicht, wir können da hoch. Du wirst nicht glauben, was ich hier oben gefunden habe. Da liegt eine Knarre. Dude, komm mit jetzt. Alter, was haben wir denn hier? Kann ich das jetzt irgendwie aufheben oder sowas? Untersuchen. Ah, Alter, guck mal, da waren zwei Kugeln, die sind weg. Die sind weg. Damit hat sich irgend... Oh, fuck. Warte. Die Frage ist jetzt halt... Was machen wir damit mit dem Beweismittel? Achso, ich muss das nicht gedrückt halten. Fuck. Ich muss es nicht gedrückt halten. Fuck. Fuck. Wie mache ich das jetzt weiter so? Scheiße. Scooter Payton. Das ist ein sehr wichtiger, der Scooter hier. Den habe ich mir mal hingemalt. Hier, guck, das ist der mit den krassen Haaren. Also ist es jetzt der Mörder oder ist es das Victim? Als Amerikaner würde ich jetzt sagen, klar, der Mörder, also logisch. Und das hier, der Mörder, ich mache hier noch so ein krasses Ausrufezeichen hin und ein Herz, weil ich den auch irgendwie geil finde. Wir haben hier noch einen Detektiv, Floyd. Das ist der mit diesem Hitlerbart, dieser komische Hitler-Fanatiker. Dann hat immer seine Hand so total krass nach oben. Also, fuck, das ist ja die linke. Hi, habe ich geschrieben. Bisschen hässlich. Alle Mädchen sagen jetzt, das kann ich tausendmal schöner. Wir gehen mal zum Gunstore. Vielleicht weiß der ja, wer den einen umgebracht hat. Der Gunstore ist auch eines meiner Lieblingsgeschäfte, weil ich Amerikaner bin und gerne einfach auf Leute schieße und dafür brauche ich Waffen. Ist ja logisch. Manchmal bin ich auch traurig im Gunstore, weil wenn meine richtigen Lieblingswaffen nicht da sind. Und manchmal bin ich auch sau böse, wenn ich nicht genug Geld auf dem Konto habe, um das zu kaufen. Aber die meiste Zeit bin ich einfach ein Pimmel. So ein Partner hast du. Was machst du? Warum bist du überhaupt noch mit mir eingeteilt? Guck dir das mal an. Ich bin krank. Set as Destination. Achtung. Ich guck da die ganze Zeit auf die Karte. Wir fahren mal los. Bist du angeschnallt? Ja, das ist saugefährlich, wenn man einfach so unangeschnallt Auto fährt, ne, du Lurch. Hast du gemerkt, weil du nicht angeschnallt warst? Ich sag ihm ständig. Ralf sag ich zu ihm, Ralf, schnall dich an. Und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, sei cool. Déjà vu, place before, ne. Wir sind im Gunstore, Karl, Ralf. Beruhig dich jetzt. Ralf, hey. Da hinten, da hab ich meine gebumste. Hör auf zu lügen. Du lügst so viel! Ich guck mir das gerade mal an, weil ich glaube, dass du mich anlügst. Und weißt du, was ich mit Leuten mache, die mich anlügen? Ich nehme das und schmeiß ihn ans Gesicht. Und sobald ich merke, dass ich Leute nicht abschmeißen kann in dem Spiel, nehme ich das und schmeiß es hinter mich. Geht es dir weg? Verstehen wir uns, wie das hier läuft? Okay, gut. Hallo? Das ist auch schwer, das Buch aufzumachen. So. 27, doch. We're in luck. Errol Schroeder.
Errol Schröder. Jetzt macht er seinen Tresen sauber. Bin ich dir zu eklig oder was? Weil ich dein Buch jetzt hier angefasst habe. Weil ich da an den Tisch gelangt habe. Weißt du, was das ist? Das ist Rassismus. Ich will nicht sitzen. Ich bin total der gute Fahrer im Stehen. Oh, shit! Das fühlt sich echt eklig an manchmal, Ralf, oder? Ich meine, du bist ja wirklich hier, aber ich nicht. Sir, lassen Sie sofort die Frau in Ruhe. Haben Sie gerade die Frau angefasst? Da werde ich aggressiv, Alter. Weg. Hat er Ihnen gerade irgendwie ins Höschen reingelangt oder so? Ist das möglich? Das ist so geil. Wo ist mein Hut? Guck mal. Wo ist mein Hut? Die! Schröder wohnt im zweiten. Ich mach's mal kurz auf. Geht nicht. Früher habe ich die Gabe gehabt, aber ich hab's nicht mehr. Klingelingelingelingeling. Folgendermaßen läuft die Geschichte jetzt hier, ja? Ich bin beim Schröder jetzt. Kann ich ihm in die Milch scheißen oder geht das nicht? Geht! Okay, danke. Guck mal her, du Achtel. Guck mal her, was ich mache jetzt. Bitte Schluck, hä? So, bitteschön, Herr Schrödinger. So, die andere ist weg. Hallo? Drogenfahndung. You're not taking me down for this. Ah ja. Und jetzt kommt der Strike. So, Ralph, ich glaube, an der Stelle nehmen wir grundsätzlich die Temperatur. Wie fühlt sich das an, hä, mein Freund? Weil du den Ralph geschlagen hast, muss ich das machen. Ich habe ja was gefunden, Kollege. Guck mal, die Stiefel sind nicht echt. Der kann da nie im Leben rein oder hat er Minifüße? Keine Ahnung. Da ist schon mal kein Blut dran. Hat er Glück gehabt. Sonst hätte ich ihm da jetzt auch nochmal ordentlich den Finger den Anus. Du bist also ein Säufer. Verhaft den Pisser. Verhaft den Pisser direkt. Und jetzt hab ich dich, du Drecksack. Jetzt hab ich dich. Dein Buch fällt nicht zusammen. Bile beware. Wenn ihr noch mehr VR sehen wollt, dann schreibt mir das, beziehungsweise gebt einen Daumen nach oben und guckt vor allem in die Playlist rein, denn da sind alle VR-Videos verlinkt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.